Depot von einer Motion, Herr Mosab. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, während wir damit den Hai intensiv über die Steuerreform debattiert haben, als ob ein paar tausend Kilometer von uns weg am Gängen eine humanitäre Krise von einer extrem graven Envergure sich aufzuspielen zu Aleppo. Und ich meine, wie die alle guten, oder auch Bilder, oder gesehen all over, die grausamen Bilder auf der Tele von der zivilen Bevölkerung, ganz besonders auch von den Kanada. Und Madame Samantha Power, amerikanische Ambassadrice bei der UNO, hat gestern deklariert, Aleppo wird dann von der Menschlichkeit. Das ist also eine Situation, wie man sie seltenst bislang gesehen haben. Und dafür meine ich, gibt es auch gut zu Gesicht stehen, als Chamber, wenn wir dazu geben, eine Motion verabschieden. Ich werde hier am Namen von meiner Fraktion die Motion deposieren. Bislang steht aber just mein Namen drauf. Ich gehe davon aus, dass auch all die anderen Fraktionen die Motion da werden matronen. Ich gehe auch proposieren, dass die Motion den nächsten Freitag an der Außenpolitischer Kommission soll diskutiert gehen und dass sie dann den nächsten Woche zur Aufstimmung können. Ich meine, hier ist wirklich eine Situation, die ihn extrem schockiert, weil hier auch Gleichgültigkeit vom gesamten Westen, auch Gleichgültigkeit von den internationalen Organisationen ihn trotzdem verstummen lassen. Ich bin froh, Herr Präsident, wenn wir nächste Woche auch die dritte Motion können hier diskutieren. Ich sage nicht, merci. Merci dem Herrn Moser. An den Präsidenten von der Außenpolitischen Kommission.